Dennis Wieczulek, zu Null gespielt, aber warum musstet ihr auf der Zielgeraden nochmal so zittern? Ja, ich meine, Engels ist ein schlechter Gegner. Die stehen zwar unten, aber also ihre Mannschaft ist definitiv stärker, wo sie stehen. Es war kein einfaches Spiel. Ich meine, die haben eine sehr erfahrene Truppe. Ist klar, dass wir jetzt vielleicht gegen die jetzt nicht 2-3-0, 4-0 schießen, auch wenn wir es vielleicht heute machen könnten, definitiv. Aber ja, wir haben heute leider nur ein Tor geschossen, aber manchmal langt es zum Sieg. Ja, zwischenzeitlich fiel das vermeintliche 1-1, als du am Boden lagst. Hast du da irgendwas mitbekommen? Nee, ich bin raus, hab den Ball und ich glaube, Klappert haut mir auf einmal den Ellenbogen in die Rippen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Dann bin ich auf den Boden gegangen, weil ich wusste gar nicht, was los ist. Es war keine Ahnung, warum der das gemacht hat. Was danach passiert, weiß ich nicht. Ich lag ja auf dem Boden, aber das war definitiv sehr unsportlich von ihm. Ich meine, danach noch zu diskutieren und ich meine, ich bin kein Schauspieler, ich habe sowas nicht nötig und deswegen war das, ja. Ja, und wie schwer ist es von hinten mit anzusehen, wie vorne wirklich zwei, drei Top-Chancen zum 2-0 liegen lassen wurden? Ja klar, ich meine, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, wäre definitiv besser gewesen, auch von hinten raus dann, wo mehr Ruhe dann einfach ist, kommt dann über viel über Standards etc. Aber ja, zum Glück hat es gereicht heute. Wir haben sehr gut verteidigt, mussten ein paar Mal zittern, aber es gehört auch mal dazu. Man hat manchmal solche Spiele, aber die drei Punkte sind hier zu Hause und das ist das Wichtigste.